Hallo Zelda-Freaks und willkommen zurück zu Dings. Ich muss sagen, ich wollte eigentlich schon viel länger aufgenommen haben und schon gerendert haben und hochgeladen haben, aber ich bin eingepennt, habe mich aufs Bett geschmissen, das war ein Fehler, bin dann eingepennt und das habe ich jetzt davon, wir haben es jetzt schon gleich 6 Uhr. Und ich wollte das eigentlich schon alles gemacht haben, weil ich noch für eine Klausur lernen wollte und egal, ich bin ein bisschen verschlafen und egal, machen wir trotzdem, ne? Hey Grünschnabel! Willst du dich wirklich in die Wüste begeben? Na gut, ich öffne das Tor. Aber es ist nicht leicht, den Geistertempel zu erreichen. Zunächst musst du den Treibsandgraben überqueren. Dann folge auf dem richtigen Weg den Flaggen, sonst schluckt dich der Sand. Die zweite Prüfung, folge dem Wüstengeist. Ohne das Auge der Wahrheit, aber landest du direkt wieder hier. Du willst immer noch dorthin? Ich halte dich nicht auf. Mach's gut. Ja. Warum? Ich will auch so klatschen können und dann passiert alles, was ich will. Das Tor sieht komisch aus. Naja. Warum ist das so laut? Ich will Musik. Wenn das so leise ist, dann ist die Stimmung irgendwie kacke. Oh. Oh nein. Okay. Dann würde ich sagen, ab in die Wüste der Geister. Oder so. Ähnlich. Warte, Auge der Wahrheit, ne? Das sieht jetzt aber irgendwie nicht so düster aus, um ehrlich zu sein. Nee, hier das. Das will ich. So. Ach so, jetzt geht's da rein. Ich verstehe. Gibt's da auch Musik? Das wäre schön. Geil, Spensterwüste. Nein, gibt's nicht. Toll. Toll. Okay, das ist wahrscheinlich der Graben. Also einmal rüberziehen, bitte. Und dann wäre das gegessen. Okay, so wird das nix. Ich muss... Nein, hallo? Woher soll ich das denn wissen? Das ist doch gemein. Und wir haben kaum noch Magie. Das ist nicht gut. So näher darf man aber nicht. So. Schön, und jetzt kaputt machen, bitte. Weil Magie und so. Gib mir so Flaschen. Was ist daran so schwer, mir Flaschen zu geben? Hallo. Okay. Erstmal, jetzt erstmal den Flaggen folgen. So war das. Okay, da ist die nächste. Oh, das ist echt gar nicht mal so einfach. Na, wie hält jetzt die Schnauze, bitte? Geht's da weiter? Nee. Da geht's weiter. Dann da. Dann da, okay. Ja, und jetzt? Da. Alter, das ist echt gar nicht mal so einfach. Jetzt da oben. Dann da hinten. Okay, liegt wahrscheinlich daran, dass die Sonne blendet. Aber trotzdem, was ist das denn? Erstmal rein. Würde ich mal behaupten. Oh nein. Das tut nicht weh. Okay. Skulltula finde ich schön. Das gefällt mir gut. So. Habe ich schön gemacht, ne? Ja, genau. So, und jetzt würde ich sagen... Hier, das war das, ne? Ja, das war das. Das war das Schöne. Einmal zack machen, bitte. Und jetzt... Kamehameha und Pam und... Alles. So. Wofür war das? Hä? Oh, eine Fee! Aber wir sind voll, glaube ich. Moment. Komm her. Heil mich. Hallo. Heil mich doch. Heil mich. Ist die Scheiße? Was ist los mit der? Gib mir noch eine Fee. Mann, ich wollte doch nur... Ah. Bestimmt nur Rubine. So 50 oder so. Ja. Naja. Was will man denn mehr, ne? Ich meine, hey. Ich will Musik. Ich höre nichts.
Ich höre nur so Wind. Das mag ich nicht. Das ist für mich keine perfekte Zelda-Stimmung. Und was höre ich hier die ganze Zeit? Irgendwas ist hier doch. Aber ich glaube, jetzt kommt das mit dem Auge der Wahrheit, oder? Den rechten Weg, den zeige ich dir. Denn du hast dafür kein Gespür. Nun flott und folge mir. Sehr dicht. Alleine überlebst du es nicht. Okay. Ich habe aber wahrscheinlich nicht so viel Magie, oder? Oh nein, das wird voll knapp. Beeil dich bitte, Alter. Beeil dich, ich schwöre dir, beeil dich. Wenn er sich nicht beeilt, dann sind wir im Arsch. Was? Geht weg. Geht! Weg. Okay, das ist, glaube ich, gut. Warte. Nein, das ist nicht gut. Wo ist er hin? Da ist er hin. Ran da. Los. Alter, die Dinger sind nervig. Scheiße, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Wie lange will der noch laufen? Beziehungsweise schweben? Ich würde sagen, wir sind fertig, mein Freund. Nein. Scheiße, das wird richtig knapp. Das wird richtig knapp. Oder ist das da? Ja, ich glaube, wir haben es gleich. Ja. Wir schaffen es. Da ist es. Wir schaffen das. Komm, 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 komm. Wie knapp war das denn bitte? Aber wir sind da. Auch wenn es bei Nacht ist. Das heißt, wieder keine Musik. Blöd. Wüstenkoloss. Alter. Ist das eine Statue? Eine Ghetto-Statue oder wie das heißt? Jetzt frage ich mich natürlich, was gibt's hier, ne? Was gibt's hier? Was ist das denn? Ist das ein Riss in der Wand? Wie scheiße sieht das denn aus? Kann ich den damit kaputt machen? Als wenn. Warte, ich muss mal eine Bombe nehmen. Das sieht aber echt so aus, oder? Oder das kann natürlich auch echt ein Grafikfehler sein, einfach nur. Ach nee, daneben war wirklich ein Riss. Aber das, was ich gesehen habe, war wirklich ein Grafikfehler oder so. Da war einfach so eine Linie durchgezogen. Aber daneben war wirklich ein Riss. Feenquelle, Alter. Aber das ist doch nur. Bekommen wir jetzt das letzte Amulett oder was? Sieht so aus, oder? Nein. So. Na, 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 na. Schön. Ne? Ja, Link, das ist schön. Oh ja, das ist schön. Ja, ich glaube, man muss das nicht nochmal vorlesen, oder? Die sa sagen die immer das Gleiche? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich habe es ehrlich gesagt keine Lust, die vorzulesen. Ja, genau deswegen. Ja, ich nehme ihn an. Gib her. Und die sagen echt immer das Gleiche, oder? Von daher passt das jetzt. So. Jetzt gibt das und dann gehe ich weg. Weil ich habe eine Mission. Nairus Umarmung. Setze diese kraftvolle magische Schutzaura mit C ein. Was passiert dann? Nairus Umarmung kannst du nur für begrenzte Zeit nutzen. Wende du diesen Zauber also mit Bedacht an. Was passiert dann? Bist du vom Kampf erschöpft? Besuche mich einfach wieder. Was passiert dann, wenn ich das einsetze? Das wollte man mir nicht sagen, ne? Blöde. Aber ich würde sagen, wir machen gleich wieder Nacht, weil wegen Skulltulas. Ich will keine mehr verpassen, so gut es geht. Aber erstmal gucken wir so alles. Alter, ich glaube, das wird hier nervig. Was haben wir da hinten? Sieht aus wie eine Oase. Gibt's
doch nicht, ey. Wie die nerven. Hallo. Oh, die Musik. Ohne Wasser. Ohne Wasser. Kann man da rein? Nein, du sollst das lesen. Lies mal. Hallo. Steig weg. Steck die Scheiße weg. Steig weg. Hä? Kann er das nicht lesen? Ich meine, wenn Navi dahin geht, dann will die doch was sagen, oder nicht? Hier muss man auf jeden Fall was machen. Haben wir irgendwie ein Lied, was irgendwie Regen macht oder so? Hymne der Sonne, Salias Lied, Salias Jünglied, Eponas Lied, Hymne der Zeit, Hymne des Sturms. Hat das nicht Regen gemacht? Soweit ich weiß schon, oder? Tatsächlich. Dann würde ich sagen, machen wir auch jetzt sofort Nacht und dann... Ja, dann Feen. Egal, wir haben das gemacht, weil es schön aussieht. So, nee, warte, jetzt habe ich den Block wieder so gemacht. Hymne der Sonne. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier irgendwo an irgendwelchen Wänden Skulpturas sind. Und deswegen machen wir mal Nacht. Ist schöner, oder? Ich bin so gut. Ich bin so gut. Sogar an der Palme. Okay, das wird nervig. Wenn die ganze Zeit kommen, das wird hammer nervig, ey. Nee. Scheiße, nein. Komm schon. So, schnell. Nein! Geh doch weg. Ah, okay. Wenn man die nicht alle besiegt, dann kommen die wahrscheinlich auch nicht wieder. Oh, doch. Hm. Schade, zu früh gefreut. Verpiss... Alter, sind die nervig. Das darf doch nicht wahr sein. Alter. Ich will mich nur umgucken. Ich will mich nur umgucken. Da ist was. Wir haben das Lied doch noch gar nicht. Wo ist Sheik? Ist das dann nicht schon der Geistertempel? Oder ist das das, was vor dem... Nein, das ist... Danke. Für das Herz. Und das Herz auch. Hä? Okay. Pack mal an. Man kann es verschieben. Nur es dauert. Aber naja. Was will man machen? Okay. Hallo. Schlüssel. Okay, wir sind wahrscheinlich zu früh. Dann haben wir ihn hier. Hä? Das kann doch nur der Kleine. Muss ich euch erst besiegen? Kann das... Oder warte mal. Kann er das nicht auch einfach so? Tatsache. Tja. Aua. Nö, nichts passiert. Dann unten vielleicht... Muss man hier als kleiner Link wieder... Was? Ernsthaft? Wer in die Zukunft reist, der möge aus der Vergangenheit kommen und die Kraft des Silbers tragen. Das sagt mir jetzt... genau... gar nichts. Oder wir haben Sheik echt übersehen. Ah, okay. Damit hätte sich das geklärt. Tja. Ich sag ja, ne? Wenn die ein Assassine wäre oder so, dann wären wir schon tot. Vergangenheit.
Gegenwart, Zukunft. Das Masterschwert sei dir ein Ruder auf deinem Weg hin und zurück durch die Ströme der Zeit. Der Hafen der Zeitwanderer liegt in der Zitadelle der Zeit. Willst du den Wüstenkoloss betreten und in den Geistertempel eindringen, musst du wieder zurück auf den Wellen der Zeit. Höre nun das Requiem der Geister. Es wird dich als Kind in die Wüste zurückbringen. Tatsächlich, man muss als Kind wiederkommen. Das sagt mir jetzt so gar nichts, aber vielleicht, wenn ich's höre. Nö, kommt mir nicht bekannt vor. Das kommt mir nicht bekannt vor. Hört sich aber schön an. Ich wollte danach noch sagen, dabei könnte ich gut einschlafen. Und dann wollte ich das beides gleichzeitig sagen. Und dann dachte ich mir, hey, soll ich sein? Egal. Du hast es erlernt. Sagst du noch was oder verschwindest du jetzt? Hallo? Spiel. Okay. Oh, Alter. Okay. Nein, nicht die schon wieder. Die können hier nicht hoch, oder? Dann würde ich sagen, spielen wir... Nein. Wir können noch zum Zelt, ne? Wir können noch zum Zelt. Dann bin ich für, dafür, dass wir erstmal dahin gehen. Beziehungsweise, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin? Kann ich rein theoretisch nicht einfach da jetzt wieder in die Wüste gehen und dann nochmal zurück, ohne das Auge der Wahrheit zu benutzen? Dann würde ich ja theoretisch wieder am Anfang rauskommen, oder? Also ganz am Anfang, meine ich. Meinte ja irgendwer... Die Gerudo-Wächterin meinte das, genau. Ja, das sollte gehen. Und dann machen wir da... Nee, geh weg. Dann machen wir da die Sidequest und dann... Nächste Folge gehen wir dann in den Geistertempel. Als kleiner Link. Komischerweise. Ja, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. So, jetzt müssen wir eigentlich... am Anfang wieder rauskommen. Nö. Ja, blöd, ne? Das gefällt mir jetzt aber gar nicht, du. Wie komme ich denn jetzt, in der Zeit, Stunde des Sturms? Menuett des Waldes, Bolero des Feuers, Serenade des Wassers. Ich glaube, ich muss die Kantate des Lichts spielen. Hm. So. Dann machen wir halt... einfach weiter und machen das ein andermal. Ja. Soll mir recht sein. Jetzt habe ich das Lied gar nicht aufgeschrieben. Oh Mann, oh. Ich bin auch ein bisschen blöd, ey. Ich bin auch ein bisschen blöd. Oh mein Gott. Bin ich müde. Oder mir ist gerade was eingefallen. Mit dem Läufer. Aber... hallo, muss man da vorstehen oder was? Das ist ja pingelig, ey. Ich bin mir nicht sicher, ob das das ist. Aber ich will das jetzt auch nicht irgendwie verraten. Oder? Die meisten werden es ja sowieso kennen. Also sage ich es, es gab mal... oder es gibt... ich weiß es nicht genau... in diesem Spiel sozusagen eine Verarsche von den Entwicklern selbst. Und zwar eine Quest, wo man in einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein muss. Und wo ist denn das jetzt? Requiem der Geister da. A, unten A, rechts unten A. A, unten A, rechts unten A. Nochmal. A, unten, A. Rechts, unten, A. Hä? A, unten, A. Rechts, unten, A. Ah, ich habe links gespielt, nicht rechts. Da wurde man verarscht.
Man hat nichts bekommen. Deswegen, ich weiß nicht, soll ich das dann offscreen vor der nächsten Folge überprüfen oder noch hin? Genau. Ich mach das so. Ich mach das gleich nochmal offscreen, wenn ich die Folge beende. Dann gehe ich nachgucken. Und wenn es wirklich so ist, dann. Boah, Vorsicht. Dann werde ich das einfach am Anfang der nächsten Folge sagen. Und wenn es nicht so ist. Oh mein Gott. Da ist so ein Ding. Und wenn es nicht so ist, dann werden wir da, dann tue ich das einfach hinter diese Folge nochmal. Ja, genau. So machen wir das. Finde ich gut. So, und jetzt gibt's hier irgendwas. Ey! Vorsicht, meine Lieben. Wer sind die da? Jo, Skirap. Ich habe dich noch nie gesehen, Kleiner. Was willst du hier? Tempel anschauen, ich suche die Weisen. Eigentlich nichts. Ja, eigentlich. Eigentlich mache ich hier nichts. Nö. Was soll ich hier tun? Ich meine, ich habe ja keine Aufgabe oder so, nein. Du hast nichts Besseres zu tun? Du kommst wie gerufen. Kannst du mir einen Gefallen tun, Kleiner? Nein. Man musste das sogar machen. Oh mein Gott. Nintendo. Moment mal, du bist doch nicht etwa einer von Ganondorfs Anhängern, oder? Ich hasse Ganondorf. Ach was. Oh nee, das ist ja eine von seinen Leuten. Nee, warte. Du bist ganz schön mutig. Ich glaube, ich mag dich. Hä? Das sind doch seine Leute. Aber erst will ich mich vorstellen. Ich bin die Gerudo-Kriegerin Naburu. Ich gehe lieber alleine. Allein auf Beutetour. Und noch etwas solltest du wissen. Ganondorf und ich gehören zwar demselben Volk an, doch wir sind grundverschieden. Ah, okay. Ganondorf und seine Anhänger haben auch Frauen und Kinder beraubt, ja sogar getötet. Wisse, das Gerudo-Geschlecht besteht nur aus Frauen. Nur alle 100 Jahre wird ein Mann geboren. Auch wenn es unser Gesetz so will, dass dieser Mann der König der Gerudo wird, so schwöre ich Ganondorf niemals im Leben treu. Ach, wie war eigentlich dein Name, Kleiner? Jan? Was ist das denn für ein komischer Name? Naja, egal. Das ist mein Name, du Pessar. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Schaffst du es, durch diesen engen Durchlass zu kriechen und einen Schatz zu bergen? Es handelt sich um ein uraltes Diebesrelikt, die Krafthandschuhe. Damit kann man sehr schwere Dinge anheben. Die will ich selber haben, bitte. Hey Kleiner, denk nicht mal dran, dir die Handschuhe selbst unter den Nagel zu reißen. Ich hab nichts gesagt! Die Krafthandschuhe würden dir sowieso nicht passen. Sei anständig und bring sie mir. Ganondorf und seine Vasallen nutzen den Geistertempel als eines ihrer Verstecke. Nur mit den Krafthandschuhen kann ich mich hier hineinstehlen. Dann kann ich nicht nur all ihr Diebesgut an mich nehmen, sondern auch ihre grauenvollen Pläne durchkreuzen. Also, wie ist es? Machst du's? Ja. Danke, Kleiner. Wir beide werden Ganondorfs Tyrannei beenden, nicht wahr, Kleiner? Wenn du die Krafthandschuhe besorgst, dann werde ich mich bei dir revanchieren. Hehe, revanchieren. Okay, ich würde sagen, wir sind fertig für diese Folge. Alter, hat die viel gelabert. Die hat ja fast 2 Minuten gelabert. Ne, und da gehen wir dann. Moment. Mach mal, mach mal, mach mal, mach mal. So. Ja, da. Hallo? Nicht durchgehen. So. Wir gehen hier. Nächste Folge weiter. Und bis dahin sage ich Tschüss. Und auf die Sekunde genau beende ich jetzt die Folge. Nämlich jetzt!